Plastikmüll verfolgt uns. Mehr als 900.000 Tonnen sind es jährlich in Österreich. Vieles davon ist sogenanntes Mikroplastik und für uns oft nicht sichtbar. In der Natur gibt es keinen Bereich mittlerweile, wo es kein Mikroplastik gibt. Mikroplastik ist kleiner als 5 mm und daher dringt es in alle Lebensbereiche ein. Man findet es im Meer, man findet es in Flüssen, man findet es im Wald. Da ist eine ganze Reihe. Und letztendlich auch in uns drinnen. Was das für den Mensch und die Umwelt bedeutet, habe ich mir genauer angeschaut. Ich spreche mit zwei Österreicherinnen, die das Problem in den Ozeanen erforschen. In diesen sehr kumulierten Zonen haben wir dreimal mehr Mikroplastik als Plankton. Sogar die entlegensten Naturreservate sind nicht mehr frei von Mikroplastik. Wir schätzen eben, dass ungefähr 30% von dem, was im Ozean sich befindet, aus dem Straßenverkehr letzten Endes kommt. Auch Kosmetik ist voll von Mikroplastik. Ich schaue mir Alternativen dazu an. Wenn man weiß, dass eine Frau im Laufe ihres Lebens 1,2 Kilogramm Lippenstift einnimmt, dann möchte ich da nicht 1,2 Kilo auch Mikroplastik mitnehmen. Das wirklich Problematische bei Plastik ist, dass es einfach persistent ist. Das heißt, es wird nicht biologisch abgebaut, es verbleibt in der Umwelt und das über Jahrzehnte oder Jahrhunderte sogar. Ich bin heute auf dem Weg zu einer ganz besonderen Aktion. Müll sammeln. Klingt unspektakulär, ist es aber bei weitem nicht. Zu diesem Zeitpunkt ist mir auch noch nicht bewusst, was ich gleich alles finden werde. Gemeinsam mit Heinz Blocher. Ihr geht jetzt alle Müll sammeln heute. So ist es. Wunderbar. Danke, dass ich euch da begleiten darf. Na bitte, Warnweste anziehen. Warnweste? Warnweste okay. Anziehen. Danke sehr. Schau, du hast es schon an. So, bitteschön. Gefühlt retour. Ja. Schauen wir mal, was wir da noch finden, ob uns die Kollegen was übrig gelassen haben. Ja, das ist aber echt ekelhaft, ganz ehrlich. Wer schmeißt denn sowas da weg? Und was ist das überhaupt? Das holen wir nachher. Ah, Bremsscheiben. Ja. Das passt in meinen Sack halt nicht hinein. Ja, meine Güte, was passiert schon, wenn sich ein Hamster oder eine Maus wedelt? Wie oft machen Sie das, dass Sie dann da Müll sammeln gehen? Ach, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also mit meiner Frau, mit dem Hund, gehen wir jeden Tag unsere Runde und heben halt den Müll auf, den wir auf dem Weg finden. Und ansonsten so alle 14 Tage, drei Wochen, einmal im Monat unregelmäßig treffen wir uns ein paar Vereinsmitglieder und säubern halt, so wie da, einen ganzen Straßenzug. Ja. Wie sind Sie auf das gekommen, dass Sie das machen? Weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man das in seiner Freizeit macht, oder? Ja, begonnen hat es mit den Chickstummeln. Ja. Das ist das größte Gift überhaupt. Wieso sind die das größte Gift? Naja, erstens einmal die Gifte, die im Zigarettenstummel sich ablagern durchs Rauchen vom Rauch, angefangen von Cyanid, Arsen, Schwermetalle und allen möglichen anderen. Mhm. Und natürlich Zigarettenstummel, einer der größten Beiträger zu Mikroplastik. Mhm. Der zerfällt, 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 zerfällt und irgendwann einmal ist er Mikroplastik. Mhm. Verstehe, ja. Mir kommt dann immer der Vergleich, also die Jugendlichen rauchen halt alle sehr gerne und sehr viel und schmeißen halt dann die Chick weg. Ich sage halt immer, schau, habt ihr ein Aquarium zu Hause? Und das letzte Mal, wie einer dabei kommt, der gesagt, ja, habe ich. Ich sage, gut, dann nimmst du mal deinen Schickstuhl und schmeißt deinen zu Hause ins Aquarium rein. Na, das geht ja nicht, da gehen ja die Fische. Ich sage, siehst du, wenn du den da wegschmeißt, dann geht alles andere, was da im Boden ist. Ja? Also die verstehen das dann schon teilweise. Hier in Lanzendorf in Niederösterreich wird fleißig Müll gesammelt. Im gesamten Bundesland sind es jährlich bis zu 1 Million Kilogramm. Ich glaube, das ist ganz einfach ein Bewusstsein, was den Kindern schon beibracht werden muss. In meiner Kindheit hat es nicht gegeben, dass man ein Papier ganz einfach wegschmeißt. Ja. Wir sind als Kinder relativ viel wandern gegangen mit den Eltern. Und da war das ganz normal. Also jeder Müll, der mit in den Wald reingegangen ist, ist auch wieder aus dem Wald rausgegangen. Und das ist halt auch unsere Philosophie, sage ich einmal, also von One Piece Each. Ja. Wenn sich jeden Tag um nur ein Stück Müll kümmern würde, verantwortlich fühlen würde, ja, dann hätten wir keine Vermüllung. Weil dann hätten wir alles weggeräumt. Dann würde nie was liegen. Ja. Da drüben liegt was. Gehen wir da hinüber. Gehen wir da hinüber? Ja, gehen wir rüber. Machen wir einen Seitenwechsel. Besonders betroffen ist auch die Donau. Man schätzt, dass jährlich bis zu 40 Tonnen Plastik in der Donau landen.
Johannes Meierhofer von der Universität für Bodenkultur nimmt mich mit auf einen Lokalaugenschein. Wie groß ist dieses Plastikproblem? Also kann man sagen, das, was da so angeschwemmt wird, das ist im normalen Bereich oder ist es gefährlich für die Umwelt, für die Tiere in der Donau, für uns Menschen? Ja, was ist viel, was ist wenig? Das ist immer so, also ich denke mal, alles ist zu viel, was bei uns herumliegt. Aber das andere Risiko ist eben, wenn Makroplastik zu Mikroplastik wird. Und ich habe jetzt da bewusst ein Styropor hergenommen. Das zerbröselt relativ schnell. Ja. Mikroplastik spricht man ab einer Größe von 5 mm. Ja. Und, ja, und der Wind holt es auch schnell. So ist es dann, so verteilt genau, sich das Mikroplastik. So verteilt sich das. So verteilt es sich, aber wie kommt Mikroplastik in die Umwelt? Am Anfang steht das Makroplastik, zum Beispiel eine Flasche, die achtlos weggeworfen wird. Daneben ist aber die häufigste Ursache für Mikroplastik der Reifenabrieb. Dann kommt die Freisetzung von Kunststoffgranulaten. Aber auch Fasern aus Textilien gelangen über Abflüsse in die Gewässer. Diese Partikel, wenn man die zerreibt sozusagen, dann entsteht eine viel größere Oberfläche, wo sich auch Schadstoffe anhaften können. Ja. Und zusätzlich können natürlich auch gewisse Additive, die in Kunststoffen drinnen sind, dass man gewisse Eigenschaften erreicht, ja, wie Stabilität oder so, die können auch zum Teil herausgewaschen werden. Das heißt, wenn ich jetzt da so achtlos so ein Löffelchen, so ein Plastiklöffelchen wegschmeiße in der Natur, wie lange bleibt es in der Natur erhalten und was passiert damit? Sehr, sehr, sehr lange, ja. Jahrhunderte kann es dauern, wenn nicht länger, bis sich Plastik zersetzt. Und oft ist das Plastik mit freiem Auge zu erkennen, wie zum Beispiel in Bosnien. In der Nähe von Visegrad fließt die Drina. Dort haben sich riesige Müllinseln gebildet. Etwa 3.000 bis 4.000 Kubikmeter Abfall haben das Kraftwerk verstopft und sogar die Stromzufuhr gekappt. Wie der Abfall in den Fluss gekommen ist, dafür gibt es viele Gründe. Bei Hochwasser reißt die Drina zum Beispiel viele illegale Mülldeponien entlang des Ufers einfach mit. Greenpeace warnt seit Jahren vor den Gefahren. Das wirklich Problematische bei Plastik ist, dass es einfach persistent ist. Das heißt, es wird nicht biologisch abgebaut, es verbleibt in der Umwelt und das über Jahrzehnte oder Jahrhunderte sogar. Auch an der Donau finden wir immer wieder Plastikteile und sogar Mikroplastik. So, wir finden da nicht nur große Kunststoffteile in den Donauauen, sondern auch kleine Partikel, also klassisches Mikroplastik. Wenn man ein geschultes Auge hat, schau. Also zum Beispiel hier haben wir ein Granulatstück. Ah. Ja, also man unterscheidet Mikroplastik da, auch zwischen primären und sekundären Mikroplastik. Mhm. Also das wird in der Produktion dann eingesetzt. Es hat vor einigen Jahren einen größeren Unfall gegeben, wo eben genauso ein Granulat in die Umwelt gelangt ist. Es kann natürlich sein, dass das nur immer von diesem Unfall kommt. Ja. Also das Material wird dann immer wieder remobilisiert und wird dann weiter transportiert. Vor 11 Jahren hat es diesen Unfall gegeben. Ein Hochwasser hat bei der Firma Borealis ein Kanalrohr überschwemmt. Kunststoffgranulat ist so in die Donau gekommen. Angeblich bis zu 200 Kilogramm. Aber können diese kleinen Kügelchen, die ich gefunden habe, tatsächlich noch von damals sein? Ich war gestern an der Donau und habe geschaut und ich habe solche Granulate gefunden. Und ich frage mich, ob die noch von damals sein können. Mhm. Darf ich sie Ihnen zeigen? Ja, bitte. Ob Sie sie erkennen? Also, ich habe nicht sehr lange gesucht, muss ich dazu sagen. Mhm. Sind das solche Granulate? Könnten sein, ja. Könnten sein, ja. Das heißt, die sind dann da eigentlich in der Natur 11 Jahre jetzt, ohne sich irgendwie zu verändern, offenbar gelagert. Ja, ich möchte jetzt nicht spekulieren, ob das jetzt unsere sind. Ja. Es gibt auch natürlich andere Kunststofffirmen. Ja. Mhm. Wir sind nicht die einzigen. Ich kann jetzt eigentlich nicht dazu sagen, ob das jetzt unsere Kunststoffpellets sind oder nicht. Ja. Mhm. Kann man die mittlerweile auch anders herstellen, dass sie nicht ewig die Umwelt verschmutzen? Mhm. Prinzipiell oder fundamental sollten diese Pellets, die sie gefunden haben und leider gefunden haben,
gar nicht dort landen. Mhm. Weil so, vielleicht kurz zur Erklärung, diese Granulate oder Pellets, ja, in dieser Form werden die bei unserem Kunden angeliefert, mhm, ja, und anschließend weiterverarbeitet. Zum Beispiel in einen Becher, mhm, in ein Automobil-Dashboard, in eine Flasche. Genau. So ist im Prinzip der Ablauf. Genau. Borealis setzt mittlerweile sehr stark auf Nachhaltigkeit. Pellets werden verstärkt aus recycelbaren Kunststoffen produziert. Ich treffe Johannes Meierhofer im Labor. Er zeigt mir, wie aufwendig er und seine Kollegen Mikroplastikteile analysieren. Das ist ein Wahnsinn, was man da alles herausfindet. Kleine Fäden. Genau, von Kunststofffasern bis hin zu teilweise auch Granulaten, mhm, oder eben Abriebspartikel bis hin zu großteils auch diese geschäumten Kunststoffe. Mikroplastik findet sich sehr häufig in Gewässern. Auf der Donau treffe ich Andreas Fahrt. Der Chemieprofessor will mit einer ungewöhnlichen Aktion auf das Problem aufmerksam machen. Im Frühjahr will er 8 Wochen täglich die 2700 Kilometer lange Donau durchschwimmen. Wie ist es, wenn Sie jetzt da schon das Wasser sehen? Juckt es dann schon, oder? Ja, ich bin immer begeistert, wenn ich einen Fluss finde mit Strömung. Ja, das ist man so schnell, ja, unterwegs. Und ja, das ist ein Hochgefühl für den Schwimmer, wenn man so über den Grund rauscht und sich wie ein Fisch fühlt. Ja. Fast. Spring ins Wasser und schwimme mit mir. Sie schwimmen 8 Stunden täglich. Also 4 Stunden, dann Mittagspause, Augen zu, halbe Stunde schlafen und dann wieder die nächsten 4 Stunden Angriff zu nehmen. Andreas Fahrt will die Welt von morgen mikroplastikfrei machen. Wir waren mit der Klimaerwärmung zu spät. Ich möchte nicht bei der Plastikvermüllung unserer Gewässer zu spät sein. Und deswegen braucht es dafür Aufmerksamkeit. Und heutzutage muss man was Verrücktes machen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Die Aktion soll aber nicht nur für mehr Aufmerksamkeit dem Problem Mikroplastik gegenüber sorgen, sondern auch wichtige wissenschaftliche Daten liefern. Andreas Fahrt trägt dafür einen sogenannten Passiv-Sampler am Unterschenkel. Dieses Ding nimmt beim Schwimmen die Mikroplastikteilchen in der Donau auf. Es ist eine Kunststoffmembran und an dieser Kunststoffmembran lagern sich Stoffe an, die ich dann später wieder extrahieren kann, sagen, oder ablösen kann im Labor. Und dann sehe ich, was hat sich daran angesammelt. Mhm. Und das lagert sich auch an allen möglichen Oberflächen unterwegs, sondern auch an Fischhaut zum Beispiel. Yeah. Und das gibt ein genaueres Bild darüber, wie es der Donau geht. Wie geht's der Donau? Nach einer Publikation von der Uni Wien sind es 4 Tonnen, die pro Tag die Donau hinabfließen an Mikroplastik. Hängt auch von der Partikelgröße ab, die man betrachtet. Also da gibt es viele unterschiedliche Zahlen. Wir wollen das einfach innerhalb des Projekts zusammen mit den Schadstoffen, die eingeleitet werden, auch untersuchen. Weil diese Kombination Mikroplastik und Schadstoffe, das ist eigentlich die Gefährdung, die ich sehe für uns. Ah, verstehe. Das heißt, das Mikroplastik an sich wäre gar nicht einmal so sehr das Problem, sondern das, was da dran hängt, die ganzen Schadstoffe. Das sehe ich als größeres Problem. Ja. Dazu habe ich auch ein schönes Modell. Wenn man den Tennisball jetzt hier als Mikroplastikpartikel betrachtet, in Wirklichkeit sehen die Mikroplastikteile, wenn man sich anschaut, aus wie eine Gehirnstruktur. Und viel mehr Parkplätze quasi für Schadstoffe, die hier dargestellt sind mit diesen Stecknadeln. Mhm. Und die unterschiedlichen Farben zeigen unterschiedliche Stoffe, die sich daran anlagern. Was kann das sein an Stoffen? Das kann sein Hormone, perfluorierte Tenside, Antibiotika, Korrosionsschutzmittel. Alle Stoffe, die oberflächenaktiv sind und sich an diesem Kunststoff lieber anlagern, als im Wasser zu bleiben. Verstehe. Und solche Teile sind dann halt unterwegs und werden gerne als Nahrungsquelle gesehen von den Lebewesen im Wasser. Und am Ende essen wir diese Meeresfrüchte oder Flussfische, ja, was auch immer. Das Mikroplastik gelangt also irgendwann in unsere Nahrung und damit auch in uns. Fische nehmen die kleinen Teilchen auf und können sie auch nicht mehr ausscheiden. Immer wieder finden Wissenschaftlerinnen in Fischen Plastikteilchen. Aber was kann Mikroplastik in unserem Körper anrichten? Ich treffe den Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der Med-Uni Wien. Wie viel Mikroplastik findet man denn in unserem Körper?
Ja, finden tut man es ja. Es gibt die Untersuchungen, wo man eben auch den Darminhalt dann angeschaut hat. Ja, da findet man halt die großen Teilchen. Aber man darf nicht vergessen, die Plastikteilchen, um die es geht, bei Mikroplastik, die beginnen bei 5 mm, was man noch recht gut sieht, und geht wirklich in einen Tausendstel, Zehntausendstel Millimeter Bereich hinein. Also winzig klein. Das kann man dann nicht mehr sehen. Und in Abhängigkeit, wie sie ausschauen und wie groß sie sind, naja, werden sie einfach in ganz andere Körperteile geraten und auch in Gewebe und auch vielleicht in Zellen. Erste Erkenntnisse gibt es bei der Forschung mit Tieren. Mikroplastik kann im Darmtrakt Entzündungen hervorrufen, die Nahrungsaufnahme oder Fortpflanzungsverhalten der Tiere beeinflussen und sogar Gewebe- und Zellbarrieren durchdringen. Wissenschaftlerinnen des Trinity College in Dublin haben nachgewiesen, dass Mikroplastik, das man trächtigen Ratten injiziert hatte, durch die Plazenta in das ungeborene Junge gewandert ist. Diese Rattenbabys hatten weniger Geburtsgewicht als die Vergleichsgruppe. Auch an der MedUni Wien wird geforscht, welche Auswirkungen Mikroplastik für unseren Körper und letztendlich auch auf unsere Gesundheit hat. Das ist ein Blick durchs Mikroskop und da sieht man bestimmte Mastzellen einer tierischen Linie. Das sind diese Zellen, ja, man kann das eben so zeigen. Und da dazwischen sieht man eben diese künstlichen Plastikkugeln, die dazugegeben worden sind. Und man sieht, die sind halt jetzt da zwischen den einzelnen Zellen. Ja? Mhm. Die reagieren dann und dann gibt es letztlich, danach schaut es dann so aus, nach einer gewissen Zeit. Und tatsächlich, man kann sehr gut erkennen, wie sich die Zellen verändern. Diese kleinen Kugeln, die wir da drinnen haben, die sind nicht unbemerkt und das ist den Zellen auch nicht wurscht, sondern die tun etwas im Sinne einer, ich sag's mal, immunologischen Reaktion entzündlich. Mhm. Ganz laienhaft gesprochen, die schauen einfach nicht mehr so schön aus, die Zellen, oder? Ja, das ist richtig, die schauen nicht so schön aus, sind aber nicht tot. Eine der Hauptursachen für Mikroplastik ist der Reifenabrieb. Expertinnen schätzen, dass er für bis zu 70% der weltweiten Belastung mit Plastikpartikeln verantwortlich sein soll. Meteorologe Andreas Stohl befasst sich seit Jahren mit dieser Problematik. Man muss vielleicht bei den Materialien aufpassen. Letzten Endes weiß man auch gar nicht so genau, was in den Reifen eigentlich alles drinnen ist, weil jeder Hersteller da hat da sein eigenes Rezept. Im Moment ist es nicht so klar, wie toxisch das Ganze eigentlich ist. Plastik ist ja sozusagen eine Vielfalt an verschiedensten Polymeren. Kleinste Plastikpartikel in der Luft, die wir inhalieren. Je kleiner sie sich zerreiben, umso tückischer können sie für unseren Körper sein. Diese Teilchen, die sich da bilden bei diesem Reifenabrieb, die sind so klein, dass sie über sehr weite Distanzen in der Atmosphäre eben transportiert werden können. Wie gefährlich ist das für den Menschen? Im Moment wissen wir eben, dass besonders kleine Teilchen, und ich denke, das wird auch fürs Mikroplastik gehen, besonders problematisch sind, weil sie ja nicht nur dort bleiben in der Lunge, sondern weil sie auch in den gesamten Organismus eindringen können. Sie kommen ins Gefäßsystem und werden so über den gesamten Organismus verteilt. Also auch ins Blut? Sie kommen ins Blut. Sie sind so winzig, dass sie eben auch über die Lungenbläschen in den Blutstrom gelangen, dort auch schon in den Gefäßinnenauskleidungen etwas tun können, aber nicht nur dort sitzen bleiben, sondern auch in verschiedene Organsysteme transportiert werden, wo man sie auch findet. Diese sehr kleinen Partikeln, die im Größenordnungsbereich von einem Mikrometer sich nur befinden, die werden wirklich weltweit eigentlich transportiert. Also ein LKW, der hier in Österreich fährt, der kann durchaus Reifenpartikel sozusagen freisetzen, die man dann später in der Arktis findet oder irgendwo sonst im Ozean. Also auch in den Weltmeeren und der vermeintlich unberührten Natur der Arktis, wo es kaum Zivilisation gibt, findet man Spuren von Mikroplastik. Und das führt zu einem ganz anderen Problem. Eine Wirkung, die uns allerdings beschäftigt, ist, dass diese Partikel eben natürlich auch sozusagen eine Farbe haben und Licht absorbieren. Das heißt, also wenn Sonnenlicht jetzt auf diese Partikel kommt und die im Schnee zum Beispiel liegen, dann würden die eben dieses Sonnenlicht aufnehmen, sich erwärmen und das würde zu einem verstärkten Abschmelzen führen.
Wir schätzen eben, dass ungefähr 30% von dem, was im Ozean sich befindet, aus dem Straßenverkehr letzten Endes kommt an Mikroplastik. Die Ozeanographen haben sich bis jetzt eher für das Makroplastik interessiert, weil man da natürlich auch weiß, dass da unmittelbar natürlich die Tierwelt zu Schaden kommen kann. Beim Mikroplastik ist es eben anders. Auf die Spuren des Plastikmülls bzw. des Mikroplastiks hat sich eine außergewöhnliche Forschungsgruppe begeben. Im Rahmen der X-Expedition haben ausschließlich Frauen eine Weltumsegelung für die Forschung gestartet. Mehr als 10.000 Frauen haben sich für diese Reise beworben. 300 haben es geschafft, darunter zwei Österreicherinnen. Sie erzählen mir von ihrer Atlantiküberquerung, den Erkenntnissen und Funden. Und da siehst du mal diese ganzen Mikroplastikteile, die sich da... Also das ist eben nicht mehr der schöne blaue Ozean, sondern das ist tatsächlich das, wie es ausschaut. Wie viel Plastik ist denn überhaupt in den Ozeanen der Welt? Gibt es da Zahlen? Es gibt Zahlen und eine sehr bekannte ist, dass jährlich 11 Millionen Tonnen Plastik zusätzlich wieder ins Meer kommen. Und das übersetzt sich circa mit einer LKW-Ladung Müll, die pro Minute ins Meer gekippt wird. 11 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr? Mhm. Wo geht das hin? Also es gibt eine Studie, die besagt, dass im Jahr 2050 jetzt rein gewichtsmäßig mehr Plastik in den Ozeanen schwimmen wird als Lebewesen. Das heißt also am Gewicht gemessen. Ja. Also wenn man das alle Fische aus dem wenn Meer man alle Fische aus dem Meer nimmt und die wiegt, ist das weniger schwer als all das Plastik, wenn man es aus dem Meer hebt. Eine erschreckende Zahl. Mit unterschiedlichen Methoden haben die Frauen versucht, die großen und kleinen Kunststoffpartikel im Meer zu finden. Wie haben Sie dann dieses Mikroplastik gesucht, herausgefischt? Wie funktioniert das? Also unsere Hauptforschungsmethode war, das Oberflächenwasser zu filtern. Mit einem Manta-Trawl heißt das. Das schaut einem Manta-Rochen ähnlich, drum heißt es. Und das hat ein Netz. Und das haben wir eine halbe Stunde neben dem Segelschiff mitgezogen und dann raufgeholt und das, was wir dort gefunden haben, gefiltert, um zu schauen, wie viel davon ist jetzt Seegras oder Plankton und wie viel ist wirklich Mikroplastik in welchen verschiedenen Größen. Und wie viel ist da so gefunden worden? Unser Ziel war es, durch ein sogenanntes Gyre zu segeln. Gyre sind sogenannte Mikroplastik-Kumulationszonen. Das kann man sich ein bisschen, wir haben immer gesagt, das ist wie eine Buchstabensuppe, also jene Zone, wo aufgrund von unterschiedlichen Strömungen etc. sich das Mikroplastik besonders kumuliert, also sich zusammenfindet. Und dort in diesen sehr kumulierten Zonen haben wir dreimal mehr Mikroplastik als Plankton, das ja nachweislich als die Hauptnahrungsquelle von sehr vielen Ozeanbewohnern gilt, gefunden. Dreimal mehr als Plankton. Mhm. Mikroplastik sieht man ja nicht, oder? Nein, also es ist 5 mm, sieht man dann, wenn man es wirklich vor sich im Sieb hat und mit der Pinzette mühsam jedes einzelne Stück in eine Petrischale gibt. Das waren schon sehr emotionale Momente. Ja, ich wollte gerade fragen, wie geht es einem da, wenn man... Ich habe gerade Ganzelhaut gekriegt übrigens, weil mich das so erinnert. Und ich kann mich erinnern, eine unserer Mitseglerinnen hat dann einen Artikel über diesen Löffel geschrieben. Oder wir wussten ja gar nicht, ob es eine Gabel oder ein Löffel war, weil das offensichtlich ein Fisch angeknabbert hatte. Do a fish eat with spoons? Man ist dort in der puren Natur vermeintlich. Und ein Löffel ist etwas, wo man sagt, das ist einfach vom Menschen verwendet. Also da kann man dann auch nicht mehr abstreiten, dass es in irgendeiner Form unsere Verantwortung ist, dass es dort draußen tausende Meter entfernt vom Land quasi diese Fußabdrücke von uns gibt. Ja. Doch nicht nur oberflächlich wurde Mikroplastik gesucht und gefunden. Das Plastik sinkt auch immer weiter in Richtung Meeresboden. Wir haben auch noch
Unterwasserproben genommen in 25 Meter Tiefe, weil es dann natürlich auch Hypothesenwissenschaftliche dahinter gibt, die sagt, dass sich das Plastik absetzt und wir dafür Daten sammeln wollten. Wir wissen ja alle, wie tief die Ozeane an manchen Stellen sind. Und das Problem ist, dass man ursprünglich ja dachte, okay, das Mikroplastik kann man in irgendeiner Form abfiltern, weil es eh nur an der Oberfläche bleibt. Das Problem ist aber, dass man mittlerweile in allen Schichten des Ozeans Mikroplastik gefunden hat. In all unseren Lebensbereichen kommen wir mit Mikroplastik in Berührung. Auch die Modeindustrie leistet einen erheblichen Beitrag. Winzig kleine Fasern lösen sich beim Waschen und gelangen ins Abwasser. 35% des Mikroplastiks in den Meeren soll aus synthetischen Textilien stammen. Wir von Greenpeace haben erhoben, dass aus den Blusen zum Beispiel oder aus den Kleidungsstücken, die wir tragen, etwa 126 Tonnen Mikroplastik jedes Jahr in Österreich in die Gewässer gelangt. Naturfasern können helfen, aber das ist nicht immer möglich. Was also tun? Wenn das nicht geht, dann gibt es Möglichkeiten, sogenannte Waschsäcke, oder wo man die Kleidung reingeben kann und dann in die Waschmaschine gibt. Ob dieser Waschbeutel wirklich hilft, synthetische Mikroplastikfasern aus dem Abwasser herauszufiltern? Mein Test zeigt, kleine Fasern sind tatsächlich in den Ecken des Sackes. Aber eine Lösung hin zu mikroplastikfreiem Wasser ist das sicher nicht. Denn nicht nur synthetische Fasern sorgen für schmutzige Gewässer. Nach wie vor werden bei Waschmitteln und Weichspülern zusätzlich Mikroplastikpartikel beigefügt. Ein Test von Global 2000 zeigt die Dimensionen. Wir haben 36 Waschmittel untersuchen lassen und weitere 300 Waschmittel anhand der Inhaltsstoffe analysiert. Und dabei hat sich herausgestellt, dass insgesamt fast ein Drittel der Waschmittel absichtlich zugefügtes Mikroplastik enthalten. Das wird leider beigemengt, weil es ein billiger Füllstoff ist, aber auch, weil es hilft, die Farbe der Kleidung zu erhalten. Auch Kosmetik ist voller Mikroplastik. Greenpeace hat Kosmetikartikel getestet. In 3/4 der Produkte wurde Mikroplastik gefunden. In der dekorativen Kosmetik erzeugen die Kunststoffpartikel ganz unterschiedliche Effekte, zum Beispiel mattierend, als Schleifmittel zum Beispiel, oder sie sollen eine gewisse Textur geben, das Ganze flüssiger oder eben gelartiger machen, je nachdem, was der Hersteller eben gerade erzielen will. Natürlich gibt es bessere und schlechtere Kosmetikartikel. Aber wie kann man denn als Konsumentin einfach erkennen, zu welchen Produkten man eher greifen sollte? Die Bezeichnungen auf der Rückseite sind schon eher verwirrend. Also in diesem Fall kann man nachschauen, welche Produkte drinnen sind. Und ich sehe auch, dass eine Menge an Kunststoffprodukten drinnen ist. Zum Beispiel Dimethicon-Cross-Polymer. An Polymer kann man sich vorstellen, dass es ein Kunststoff ist, aber auch nur, wenn man es weiß. Und es gibt aber auch ganz viele, die man kaum erkennt. Nylon 12 ist zum Beispiel ein Kunststoff, der sogar von der Europäischen Agentur als problematisch eingestuft wird. Der also eigentlich gar nicht in Produkten vorkommen soll, weil er eben gesundheitsschädlich sogar sein kann. Und deshalb erfreut sich Naturkosmetik immer größerer Beliebtheit. Viele machen ihre Cremen und Make-up-Produkte sogar selbst, wie Petra Lohlei. Für mich völliges Neuland. Wo ist denn der Unterschied zwischen konventionell und Naturprodukten? In den Naturprodukten sind natürlich wirklich nur Produkte, die man auch essen könnte. Also bei den gekauften haben sie natürlich viel Chemie drinnen, haltbar machende Effekte oder trocknende Effekte, damit er auch länger hält. Das haben wir hier nicht. Aber ist es wirklich so leicht, dass ich mir das selber meinen Lippenstift... Ganz einfach, zeige ich Ihnen auch gerne. Und schon bin ich dabei. Bienenwachs. Canoaba-Wachs. Jojobaöl. Rizinusöl, heiß machen und umrühren. Aber was passiert denn, wenn ich mir jetzt einen Lippenstift draufschmiere, der Mikroplastik drinnen hat? Wenn man weiß, dass eine Frau im Laufe ihres Lebens 1,2 Kilogramm Lippenstift einnimmt oder isst oder schluckt, dann möchte ich da eigentlich nicht 1,2 Kilo auch Mikroplastik mitnehmen und hat in solchen Produkten auch nichts verloren.
Und jetzt suchen Sie sich eine Farbe aus. Wir haben hier rote Rüben, Radieschen und Beerenpulver. Die Silikone, die in manchen Kosmetikartikeln drinnen sind, wozu sind die gut? Die Silikone machen die Haptik besser. In Lippenstiften die Auftraggeschmeidigkeit. Und das kann man aber wunderbar umgehen, indem man die richtigen Öle verwendet. So. Der kommt jetzt für circa 10 Minuten in den Tiefkühler und kann dann rausgenommen werden und in einen Lippenstift hineingesteckt werden. Wunderbar. Das war eigentlich ganz einfach. Auch kostenmäßig ist alles im Rahmen. Die Farbe äußerst dezent. Und ohne Mikroplastik, im Gegensatz zu herkömmlicher Kosmetik. Greenpeace hat jetzt herausgefunden, dass das über 500 verschiedene Kunststoffarten sind, die in den Kosmetikartikeln verwendet werden. Jetzt braucht es ein starkes Verbot, dass eben auch feste, flüssige, gelartige und bioabbaubare Kunststoffe umfasst. Und solange hier nichts passiert, ist das Abwasser weiter voll von kleinen Kunststoffteilen. In den Kläranlagen wird zwar ein Großteil herausgefiltert, die Mikroplastikteilchen landen dann aber im Klärschlamm. Dieser Klärschlamm wird noch in verschiedenen Regionen in Österreich auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht oder für die Kompostierung verwendet. Und das bedeutet, dass man das eigentlich vorher sehr mühsam herausgefilterte Mikroplastik doch wieder in der Natur ausgebracht wird. Den Klärschlamm zu verbrennen, um so dem Mikroplastik Herr zu werden, geht auch nicht. Das würde dem Boden wertvollen Humus vorenthalten. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir die Nährstoffe wieder zurück auf den landwirtschaftlichen Boden bringen. Aber natürlich haben wir das riesige Problem, dass das dann auch bedeutet, dass wir Mikroplastik austragen. Und wenn Mikroplastik einmal in die Natur gelangt, dann ist es quasi unmöglich, das wieder aus der Natur herauszufiltern. Ein Problem, dem sich Hubert Seiringer in Wieselburg in Niederösterreich stellt. Seit vielen Jahren stellt er Humus her, der keine Störfaktoren enthält. Denn Mikroplastik ist auch in der Kompostierung ein großes Problem. Viele Leute sammeln zwar ihre Bioabfälle, aber oft landet dann das Bio-Lebensmittel mitsamt der Plastikverpackung im Biomüll. Die Kompostierung ist ja im Prinzip eine Nachahmung der Natur. Ja. Das, was in der Natur seit Jahrmillionen bestens funktioniert und die Grundlage eigentlich für fruchtbare Erde auf diesem Planeten ist, das machen wir hier in einer gewissen Art und Weise nach. Was ist da alles drinnen in diesem Bioabfall? Ein lila Sackerl, Sirgi? Ja, ja. Naja, also der, würde ich jetzt einmal sagen, besteht zu 99,8% aus rein organischen Abfällen. Mhm. Naja, das ist einmal die Pole Position, von der wir ausgingen. Aber leider gibt es halt diese immer wieder auch hier zu sehenden Störstoffe. Und das ist genau das Problem, das wir halt leider noch immer haben. Dass es vereinzelt Menschen gibt, die da was reinschmeißen, was nicht reingehört. Ja, Flasche, Sirgi, auch. Aber gehen wir woanders hin? Ja, gehen wir gerne. Es riecht ein bisschen. Ja. Passt. Danke. Was war denn da das Ärgste, unter Anführungszeichen, was Sie mal gefunden haben? In dem das will ich jetzt am besten gar nicht erzählen, aber es ist alles, was man sich an Verpackungen vorstellen kann, ist zu finden. Leider, immer wieder. Um so viele Störstoffe wie möglich zu entfernen, hat Hubert Seiringer ein eigenes Verfahren entwickelt, wodurch eine bestimmte Sichtungstechnik Kunststofffolien und andere Störstoffe entfernt werden können. Kurzum, mit dieser Technik werden noch einmal zwischen 90% und 98% aus der Erde geholt. Natürlich gibt es einen kleinen Anteil, den wir nicht rausbekommen. Der bleibt aber dann hauptsächlich im Siebrest. Der Siebrest ist das unverrottete Holz, das am Schluss bei der Siebung übrig bleibt. Und das geht dann hauptsächlich in die thermische Verwertung. Aber auch hier, wie bei allen Produkten, die man heute im Lebenszyklus hat, können wir nicht absolut hundertprozentige Mikroplastikfreiheit garantieren. Das ist jetzt der fertige Kompost. Und da ist alles drinnen, was eine Pflanze zum Wachsen und zum Leben braucht. Das da, das sind dann offenbar so
so kleine Plastikteilchen. Genau das ist das Problem, oder? Man kann noch so viel versuchen, Plastik herauszufiltern. Es bleibt immer ein bisschen was übrig, oder? Es bleibt so lange übrig, solange es jemanden gibt, der sowas reinschmeißt in die Biotonne. Und es bleibt so lange übrig, solange es Kunststoffe gibt, die es ja heute technisch schon gäbe, die rückstandsfrei abbauen. Dieses Ding, wie lange braucht das, bis es abgebaut ist? Naja, nach aktuellen Einschätzungen der Wissenschaft 1.000 bis 2.000 Jahre Minimum. Wahnsinn. Ja. Sie haben gesagt, es gibt schon Kunststoffe, die abbaubar sind. Warum werden die so wenig verwendet? Weil es gewisse Interessenskreise gibt, die das vielleicht nicht so wollen, weil es natürlich teurer ist, die Verpackung. Das ist ein Preisthema. Und weil natürlich wie viele technische Entwicklungen und systemische Entwicklungen das alles seine Zeit braucht. Das traue ich mir gar nicht mehr hinlegen. Ja. Ich nehme es mit und schmeiße es irgendwo. Das ist vorbildlich und so gehört es. Ja. Ja. Wohin damit? Da vorne haben wir Restmülltonnen, da können wir es reinschmeißen. Sehr gut. Plastik ist ein Thema, das viele von uns bewegt. Dabei hat Plastik erst vor wenigen Jahrzehnten seinen Siegeszug angetreten. Wäre es also theoretisch wieder umkehrbar? Ein Leben ohne Plastik? Und wollen wir das überhaupt? Kann man oder soll man Plastik verbieten? Wenn wir die Vorteile von Kunststoff genießen wollen, dann müssen wir sicherstellen, dass wir alle zusammen den Kunststoff im Kreislauf führen. Deshalb einsammeln ist extrem wichtig. Wir haben ungefähr in Österreich 300.000 Tonnen Kunststoffabfall im Jahr. 100.000 Tonnen werden nur recycelt. Das heißt, 200.000 Tonnen werden verbrannt. Und aus unserer Sicht ist Kunststoff ein viel zu wertvoller Werkstoff, um einfach verbrannt zu werden. Ja? Das ist das eine, abgesehen davon, von den CO2-Emissionen, die durch die Verbrennung entstehen natürlich. Tut Ihnen persönlich das eigentlich weh, dass Sie auf dieser Liste unter den 20 Unternehmen stehen, die am meisten einmal Plastikmüll produzieren? Tut mir das weh? Ich bin sehr, sehr stolz, dass ich in einer Firma arbeiten darf, ja, wo ich aktiv, nämlich in meiner Rolle, am Aufbau der Kreislaufwirtschaft beitragen kann. Wie kann man denn das den Menschen näher bringen? Also wie machen Sie das zum Beispiel bei Ihren Kindern? Nee, ich kann ein gutes Beispiel sagen. Wir hatten dieses Jahr wieder das Glück, auf den Strand fahren zu können und haben eine Sandburg gebaut. Und leider, muss ich sagen, waren da Kunststoffe. Ja? Und mein Sohn hat zu mir gesagt, Papa, schau her, da liegt dein Plastik. So, dann sind wir ins Gespräch gekommen, warum das dort landet, ja? Und was notwendig ist, um das eben zu vermeiden. Ja? Und zum Schluss, glaube ich, war sogar ein bisschen stolz drauf, dass ein Papa mithilft, eigentlich das Ganze im Kreislauf zu fahren. Ja? Wir sind wieder zurück in Lanzendorf bei den fleißigen Müllsammlern. Unsere Kübel und Säcke haben sich mittlerweile ziemlich gefüllt, aber so manches passt in keinen Kübel rein. Straßenplatz und da, wo man leicht stehen bleiben kann mit dem Auto, da findest du dann sowas auch. Das sind so diese illegalen Müllablagerungen, was halt ganz einfach aus dem Auto rausgeschmissen werden. Ist das Holz? Das ist Holz, ja, altes Holz. Ja, schaut aus wie von einem Abriss oder. Ja, leider, so schaut es aus bei uns heute. Ja. In der Natur entsorgt wird offenbar alles, ohne Skrupel. Und es geht noch schlimmer. Du weißt gerade diese eklige Bettflasche, die du ausgezahlt hast. Ja. Also das, was wir relativ viel haben am Einfahrt zum Industriegebiet zum Beispiel, das sind von den Lkw-Fahrern befüllte Flaschen. Nein. Ja. Ernsthaft? Nein, das ist ja. Einfach nur Pinkelflaschen von den Lkw-Fahrern. Wie kann man das in den Griff bekommen, dieses Problem? Wer ist da jetzt gefordert? Ist die Politik gefordert, die Industrie oder wir alle? Ich glaube, wir alle. Also, ich will da keinen ausnehmen. Ich will da überhaupt keinen ausnehmen. Also, es ist sicher die Industrie gefordert. Also, ich bin ein Verfechter vom Pfandsystem. Ja. Also, ich sehe das, meine Frau kommt aus Deutschland. In Deutschland brauchst du eine Verrostation nicht zugefahren. Da liegt keine Flaschen und keine Dosen herum. Ja. Was ja jeder einfach zu gierig ist, die zum Wegschmeißen, was kostet. Ja. In Österreich kostet es nichts, deswegen liegt es überall herum. Ja? Und natürlich ist dann die Politik auch gefordert, weil die Politik muss natürlich ein klares Bekenntnis dazu ablegen und
das auf gesetzliche Basis bringen. Solange das nicht passiert, wird sich, glaube ich, leider nicht allzu viel ändern. Das ist es. Ein Großteil des Plastikmülls sind Getränkeflaschen. In Österreich werden davon jährlich 1,6 Milliarden auf den Markt gebracht. Bald soll es auch bei uns ein Pfandsystem auf PET-Flaschen geben. Immer mehr Hersteller setzen jetzt schon auf Recycling. Also es ist so, dass wir quasi alles, was wir an neuen Flaschen produzieren, aus 100% Repet-Material ist. Da ist natürlich Material von unseren Flaschen drin, aber es ist natürlich auch Material von anderen Flaschen drin. Was wir natürlich merken von den Konsumenten ist, dass das Interesse generell nach Nachhaltigkeitsthemen massiv zunimmt. Ich denke, es ist ein Haufen Aufklärung notwendig, dass man auch kommuniziert, dass das kein Müll ist, sondern tatsächlich ein wertvoller Rohstoff ist, den man sinnvollerweise wieder einsetzen kann. Das Unternehmen produziert 350 Millionen Flaschen im Jahr, die, wenn sie fachgerecht entsorgt werden, wieder zu neuen Flaschen werden. Im burgenländischen Müllendorf werden jährlich 28.000 Tonnen PET-Flaschen zu wiederverwertbaren Kunststoffen verarbeitet. Damit man sich ein bisschen vorstellen kann, dass es eben sehr viele Flaschen sind, wenn man einen so einen Ballen, den wir auch hier im Hintergrund sehen, ansehen und etwa das bewerten mit etwa 250 Kilogramm pro Ballen, dann kann man ungefähr rechnen, dass dort 10.000 einzelne PET-Flaschen drinnen sind. In unserer Anlage werden diese Ballen wieder auseinandergenommen, die Flaschen vereinzelt. Diese Flaschen werden noch einmal sowohl mit automatischen Maschinen als auch manuell nachsortiert, damit wir sicher sind, dass sie wirklich Getränkeflaschen in der richtigen Farbe sind. Diese werden dann zerkleinert, oberflächlich einmal gereinigt und dieses Endprodukt aus der ersten Reinigungsstufe nennen wir Washed Flakes. Das sind also kleine Flaschenteilchen, die schon oberflächlich gereinigt sind. Damit sie aber auch lebensmitteltauglich sind, müssen sie noch eine zweite Reinigungsstufe durchlaufen. Und da haben wir zwei unterschiedliche Verfahren. Einerseits ein chemisch-physikalisches Verfahren und ein zweites Verfahren, wo sie sehr wohl eingeschmolzen werden, diese Schmelze filtriert wird und dann noch einmal zu Granulat verarbeitet wird. Es wird also schon viel getan in Österreich, aber mehr geht immer. Der Recyclingprozess in Österreich ist nicht schlecht, aber gerade bei Kunststoff gibt es noch viel Verbesserungsbedarf. Und bei Flaschen ist es so, dass in etwa jede dritte Flasche wieder zu einer Flasche wird. Der Rest wird entweder downgecycelt, zum Beispiel zu Folien verarbeitet oder zu Gartenzwergen, die dann beim nächsten Mal auf jeden Fall nicht mehr wieder recycelt werden. Das heißt, sie bekommen ein weiteres Leben, aber nicht so wie bei einer Mehrwegflasche bis zu 40 Leben. Auch die Industrie hat erkannt, dass Mehrweg ein Schritt in die richtige Richtung ist. Es gab einmal eine Mehrweg-Plastikflasche in Österreich, schon lange her. Und was wir jetzt machen, ist, wir bringen die Mehrweg-PET-Flasche zurück. Was mit ziemlich vielen Investitionen und auch sehr viel Know-how verbunden ist. Aber wir glauben, es ist jetzt gerade der richtige Schritt, das zu machen. Es wird wohl nie gelingen, das Plastik, das wir in unserem täglichen Leben verbrauchen, komplett zu recyceln. Aber momentan wird weltweit nur ein Sechstel wiederverwertet. Und das ist eindeutig zu wenig. Die Vision ist ganz klar, die Kreislaufwirtschaft wird und muss eine signifikante Rolle in unserem Geschäft spielen. Weltweit haben wir von den 8,3 Milliarden Tonnen Kunststoff, die wir produziert haben, seit 1950 nur 9% recycelt. 12% wurden verbrannt und die restlichen 79% sind unterwegs. Wahnsinn. Im Gewässer, in Fischmägen, an den Ufern, an Küsten, im arktischen Eis. Wenn wir weiterhin bei 9% bleiben, dann sieht es nicht mehr so schön aus an der Blauen Donau und auch nicht in den Weltmeeren. Also ich finde wichtig, dass es nicht nur eine Hysterie oder Horror auslöst, sondern es geht eher darum, dass man jetzt klug, vernünftig sagt, das Problem haben wir ja schon, was tun wir und wie gehen wir jetzt auch in der Zukunft mit der Kunststoffproduktion um? Und letztendlich auch um die Entsorgung. Es muss einfach sein, es muss kostengünstig sein, es muss verständlich sein und es muss garantiert werden, dass der Kunststoff,
dorthin kommt, wo er hin muss, nämlich ins Sammelzentrum. Jeder für sich kann hier einen gewaltigen Beitrag leisten und es gibt mindestens hunderte, wenn nicht tausende Möglichkeiten, um Mikroplastik zu vermeiden. Sei es im privaten Haushalt, in der Küche, beim ordentlichen Trennen vom Bioabfall. Wir junge Menschen können jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wir sollten jetzt einfach aktiv werden. Das kann sein, dass man in der Gemeinde Dinge initiiert, sich an Schulen oder einfach sein Wissen, das man hat, irgendwie weiterbringt. Das ist halt sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Sehr, sehr viel Rederei. Man redet sich oft im Mund fusselig. Manche reagieren überhaupt nicht. Aber wenn wir in der Öffentlichkeit unterwegs sind, kommt da sehr, sehr viel positive Resonanz. Also es bleiben die Leute stehen und bedanken sie und Daumen hoch. Und, ja. Das ist schön. Das ist schön, genau. Ja.